Seit nunmehr 6 Tagen sind wir auf dem Weg einmal um Island herum. Wir haben die schönsten Landschaften gesehen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Haben krasse Wasserfälle gesehen, waren in einem naturellen Hotspring baden, sind einen 2500 Jahre alten Vulkan bestiegen und waren in dem wohl schönsten Freibad, was wir uns hätten vorstellen können. Wir haben außerdem zum ersten Mal eines der schönsten Naturspektakel unserer Erde mit eigenen Augen gesehen. Für die nächsten 2 Tage entdecken wir nun aber den wunderschönen Nordwesten dieser grandiosen Insel. Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Island. Ziemlich genau sind wir hier heute in Reykjalo, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, aufgestanden in unserem wunderschönen Airbnb, wie ich finde. Wir haben da hinten weiter die Aussicht zu dem Vulkan, den wir gestern bestiegen haben. Hier steht unser Auto, da haben wir gerade das ganze Gepäck reingetan. Heute ist auch ein bisschen was geplant. Wir starten auf alle Fälle beim Godafoss. Das ist so ein sehr bekannter Wasserfall hier im Norden. Und ja, dann werden wir weiter Richtung Westen fahren und gucken, was uns da noch so entgegentritt sozusagen. Und obwohl ich hier in Pullover stehe, ist es trotzdem heute schweinekalt. Aber zum Glück ist heute kein heftiger Wind wieder vor die Tage, weil das war wirklich abnormal. In den nächsten Tagen soll es tatsächlich auch noch in der Nacht bis minus 21 Grad werden. Also wenn man hier in den Wintermonaten herreist, dann sollte man auf alle Fälle ausreichend Klamotten und warme Klamotten vor allem dabei haben. Okay. Haben wir alles, ja? Ja, jetzt die letzte Chance, ja. Ja, oh nein. Fuck! Scheiße. Ich habe meine Kamera vergessen. Ich habe meine Würde da drin gelassen. So Leute, in dem Sinne geht es jetzt erstmal zum Godafoss-Wasserfall. Let's go! Leute, guckt euch das an. Isländer in kurzarmligen T-Shirts. Bei minus 10 Grad. Du hupst, was sie gucken und du filmst sie wieder. Ja, die wollten einsteigen, ich habe die Kamera noch nicht angemacht. Aber geile Leute, die Isländer, die laufen hier bei minus 12 Grad in T-Shirts rum und wir haben hier doppelte Hosen an, dreifach T-Shirts, ein Pulli, eine Jacke, eine Mütze. Es ist unfassbar. Haut rein! Nach rund 45 Minuten sind wir dann an unserem ersten Tagesziel angekommen, dem berühmten Godafoss-Wasserfall, der übrigens auch gleich an der Ringstraße liegt, sodass man ihn eigentlich gar nicht verfehlen kann. Guckt euch das an. Sieht echt ein bisschen aus wie die Niagara-Fälle, nur in klein. Unfassbar. Was sagst du? Erster Eindruck? Sprachlos. Danke. Wortwörtlich übersetzt heißt Godafoss übrigens Götterwasserfall, was alten Sagen zufolge damit zusammenhängt, dass kurz nach der Übernahme des Christentums als Staatsreligion um das Jahr 1000 nach Christus herum nordische Götterstatuen in den Wasserfall geworfen worden sind, wodurch eben der bis heute bekannte Name zustande kam. Der Wasserfall stürzt über eine Breite von 158 Metern 11 Meter in die Tiefe, was definitiv ein grandioser Anblick war, wo uns aber auch nochmal so richtig bewusst geworden ist, wie unfassbar schön diese isländische Natur einfach ist und wie arschkalt bitteschön das Wasser sein muss, wenn Teile des Wasserfalls zufrieren. Langsam packte uns dann aber der Hunger, weshalb wir nach wiederum ca. 30 Minuten in der fünftgrößten isländischen Stadt mit ca. 19.000 Einwohnern eine kurze Pause gemacht haben. So Leute, wir sind nun in Akureyri, oder wie das auch immer ausgesprochen wird, angekommen. Das ist unsere zweite große Stadt nach Reykjavik. Und wir suchen uns jetzt hier was Schönes zu essen und gucken mal, was die Stadt hier so zu bieten hat. Hier haben wir auch einen schönen Döner-Shop. Willst du da rein? Ich bin jetzt hier nicht nach Island gefahren, um Döner zu essen. Lass mal klassisch isländisch. Gibt es so eine klassische isländische Spezialität eigentlich? Fisch. Meinst du?
Also der erste Eindruck dieser Stadt hier ist eigentlich recht niedlich. Ganz nett hier. Also gefällt mir auf den ersten Blick schon mal besser als Reykjavik. Mahlzeit. Lukas, es gibt wieder Burger. In Island. Natürlich. Was auch sonst, ne? Nach der erfolgreichen Stärkung ging es dann für uns weiter Richtung Westen. Unser nächstes Airbnb haben wir dann nämlich in der kleinen Stadtgemeinde Blönduos bezogen. Doch leider hatten wir an dem Abend ein kleineres Problem mit dem typischen isländischen Schwefelwasser. Was ist mit dem Wasser? Das stinkt. Na? Schwefel, scheiße. Kurz. Boah, hier stinkt's aber echt, ey. Ja, ich hab's gerade nur hier so. Vor allem, wie macht man das Essen? In Schwefelwasser. Also ich esse die Instant-Nudeln nicht mit dem Schwefelwasser. Ja, das Wasser ist hier wirklich richtig widerlich. Wir haben jetzt uns entschieden, stilles Wasser aus dem Supermarkt zu holen, weil wir wollen hier nicht mit Schwefelwasser unsere Nudeln essen. Ey, das ist wirklich keine Übertreibung. Das Wasser stinkt hier absolut bestialisch. So. Icelandic Water. Fahrt nach Island, haben sie gesagt. Wird witzig, haben sie gesagt. Wird gut riechen, haben sie gesagt. Das soll aber eins der besten Wasser der Erde sein, ne? Schwefel? Na dann. So. Boah, Alter, das stinkt so bestial. Kann man das trinken? Oh Gott, das ist aber hart eklig. Boah, du trinkst Fuchs. Ja. So. Boah. Ich heb ein bisschen auf für Zähneputzen, ne? Boah. Alter, krass, guckt euch mal diese Eiszapfen hier an. Boah, krass. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Geil, mein Schwert. Das sieht echt aus wie ein Schwert. Mein Alter, oh, nein! Ey, nein! Mein Schwert! Ich hol dir ein neues, warte. Das sieht aus wie eine Knarre. Rein, wenn du ein neues Schwert bringst. Alter Schwede, ey, krass. Was ist das die ganze Zeit? Ja, das ist okay. Das ist okay? Wo soll ich damit jetzt hin? Damit das so geschmolzen ein bisschen rund spricht. Dann legen wir die Knarre hier oder das Schwert. Der Abend neigte sich also langsam dem Ende entgegen. Mit viel Vorfreude auf den nächsten Tag schliefen wir also in unserem Stinke-Airbnb ein, mit dem Wissen, am nächsten Tag eines der berühmtesten Berge Islands einen Besuch abzustatten. Der kommende Spot war somit ein Highlight unserer Islandreise. Aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Und der Weg, der vor uns lag in den Westen Islands, war einfach nur wunderschön. Da ist er, der isländische Zinken. Einer der berühmtesten Spots hier in Island. Spektakulär, wirklich. Ich komme auf diesen Wasserfall absolut nicht klar. Guckt euch den mal an. Es ist wirklich, der ist wirklich komplett zugefroren. Fließt kein bisschen Wasser mehr, komplett zugefroren. Da unten ist noch so eine kleine Stelle, wo Wasser läuft. Aber hier ansonsten alles zugefroren. Ich frage mich aber echt, warum da wirklich fast kein Schnee liegt, ne? Und hier einfach alles voll ist, die ganzen Berge. Wunderschöner Ort hier, ein sehr, sehr schöner Platz, aber man sieht, es ist halt ein Touri-Spot durch und durch. Ganz viele Menschen hier am Bilderknipsen.
Da oben kommen auch immer mehr Leute. Ich glaube, auch abends kann das hier ein richtig genialer Spot sein mit den Polarlichtern hinter diesem Riesenberg. Also wirklich ein sehr, sehr schöner Platz hier, absolut weiter zu empfehlen. An der kleinen Gemeinde Grundafjödur gelegen, ist der Kirkjufellberg eines der berühmtesten und zugleich eines der meist fotografierten Spots in ganz Island. Mit 463 Metern ist er eigentlich gar nicht so groß, auffallend ist aber trotzdem seine kirchenturmartige Form, dessen Ursprünge zwischen Lava und Gestein liegen und wohl schon über Millionen von Jahren zurückreichen. Der Berg ist außerdem einer der Top 10 schönsten Berge der Welt und zugleich ein echter Star in Hollywood, denn einigen wird der Kirkjufellberg wohl aus Game of Thrones bekannt vorkommen, der dort in Staffel 7 zum Einsatz kam. Wir sind beim Anblick des Berges und des gleichnamigen Wasserfalls nochmal so richtig ins Schwärmen gekommen, bevor wir dann letztendlich unser Airbnb zum Abschluss des Tages gebucht haben. Badezimmer, Föhn, Shampoo, kleiner TV, Heizung, Rauchmelder, bla bla bla, WLAN, Arbeitsplatz, kostenloser Parkplatz, Frühstück ist inklusive. Oh, das ist gut. Und das für 55 pro Person und wenn wir jetzt noch essen gehen, haben wir es doch. Mhm. Machen wir das? Mhm. So, ich würde sagen, wir sind angekommen und können in dieses schöne Bed and Breakfast. Das ist schon wieder so ein Container, guck mal. Video gehen. Wo? Egal. So Leute, wir sind hier jetzt angekommen am Bed and Breakfast in Grundarfjörður. Das ist so 6 Minuten von dem Spot, wo wir eben waren, entfernt. Und hier müssen wir jetzt erstmal einchecken. Hier übrigens unser Auto. Ja. Sehr, sehr schön sauber auf alle Fälle. Haben wir gut sauber gefahren. Gunnar? Nee, hoffentlich nicht. Ja, hello, this is Niklas calling. Good afternoon. Hello. A couple of minutes ago, we booked your bed and breakfast accommodation. Yes, okay, let me have a look. One second. Are you right now in front of the doors? Yes, we are in front of the doors, correct. Okay, then wait for me 1 minute, I'll be there to show you things, okay? Okay, perfect. Ja, ist doch ganz entspannt. Zwei Einzelbetten. Geile Aussicht auf den. Da steht unser Auto. Auf den Brocken. Hier haben wir sogar das. Ich glaube, das ist das erste Zimmer mit Fernseher, oder? Oh nein, warte, ganz wichtiger Test. Ganz wichtig. Ach ja, ach ja. Wasser. Es ist echt? Ist richtiges Wasser? Ja. Oh, danke. So Leute, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer angekommen. Das Essen war sehr, sehr lecker. Wir werden jetzt hier noch eine Runde chillen, ein bisschen Netflix gucken. Niklas, das ist aber auf Südkoreanisch. Ernsthaft? Ja, hier waren irgendwie Südkoreaner wahrscheinlich vorher Ach, da Scheiße. Und haben es nicht zurückgestellt. Und ich kann kein Südkoreanisch, zumindest nicht so. Das ist, also Neo, das kann ich. Neo, ja okay, das ist aber Koreanisch. Was, das aber, ja, hier? Klick mal hier, ich glaube hier ist die Einstellung. Ja, ja, scheiß drauf. Müssen wir gleich nochmal gucken, den Google-Übersetzer rausholen. Leute, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.